Hallo und herzlich willkommen, nicht mehr im Wald. Ich habe jetzt zum dritten Mal versucht, im Wald dieses Video zu drehen, weil ich es gerne draußen machen möchte, weil ich halt eben gern draußen hocke beim Filmen. Es ist völlig unerheblich, wo ich sitze für das Thema, was ich jetzt erzählen werde, aber ich hätte gern draußen, das scheiß Wetter spielt nicht mit. Wann immer es mal nicht regnet und ich rausgehe und loslegen will, fängt es in dem Moment an zu regnen, wo ich quasi 10 Minuten abgedreht habe oder so. Ist also nervig. Ihr habt ja also jetzt einen frustrierten Ben, der versucht, euch was zu der Waldgeschichte mit den Römern zu erzählen und dabei wahrscheinlich mehr Exkurse zur allgemeinen römischen Geschichte machen wird, als er sich selber jetzt vorgenommen hat. Zwei Infos vorweg. Erstens, das hat so lange gedauert, dass es mit der Waldgeschichte weitergeht, weil ich für die Römer doch ein bisschen mehr recherchieren musste, als ich ursprünglich dachte, beziehungsweise mehr recherchieren wollte, als ich ursprünglich vorhatte. Liegt daran, dass die Römer ja doch einiges aufgeschrieben haben und die Quellenlage demzufolge erheblich besser ist, als das noch bei den Kelten war. Sprich, bei den Kelten, wenn du was erzählst, was möglicherweise nicht stimmt, dann weiß man es nicht. Man weiß es nicht. Bei den Römern weiß man vieles. Oder man kann zumindest sehr vieles vermuten, ob das nicht unter Umständen tatsächlich so gewesen ist. Daher musste ich mehr recherchieren, weil mehr die Möglichkeit besteht, dass ich Zeug erzähle, das am Ende nicht stimmt. Und ich bin halt eben kein Historiker und deshalb für die Geschichtsvideos ein gewisser Rechercheaufwand erforderlich. Ich mag Geschichte sehr gerne, aber habe es ja nie gelernt oder irgendwie sowas. Außer dass ich in der Schule da immer sehr gut war. Okay. Und die zweite Sache, die ich vorneweg noch erklären möchte: Ich hatte ursprünglich vor, ab der Römer, das habe ich auch mal irgendwann so gesagt, im Wald zu drehen an entsprechenden historischen Orten. Leider finde ich das römische Gemäuer, das es bei uns im Wald irgendwo gibt, ums Verrecken nicht wieder. Hatte ich damals entdeckt, als ich noch erheblich irgendwo da unten kleiner gewesen bin. Mit meinem Vater zusammen und der hat es wohl in irgendeine Karte eingetragen, aber ich finde ums Verrecken auch diese Karte nicht mehr. Mein Vater hat sehr viel eingetragen in allen möglichen Sachen. Daher hoffnungslos, hoffnungslos müssen wir darauf verzichten. Beim Mittelalter, das kann ich aber wirklich versprechen, gibt es ein paar historische Ecken im Wald und zwar einige, an die ich mich hocken kann, um mein Mittelalterzeug zu erzählen und dann zu den entsprechenden historischen Ecken gleich auch noch ein paar Sachen loswerden. Also ist nicht nur einfach, nicht einfach die nächste Burg, das wäre ja einfach, das kann ja jeder, sondern so historische Orte im Wald. Gut, und das war das Vorgeplänkel und damit können wir jetzt endlich auf die Römer zu sprechen kommen. So, erstmal zur groben geschichtlichen Einordnung. Es gibt da so ein Völkchen, das heutzutage als die Germanen bezeichnet wird. Die Germanen waren aber nicht ein Volk, sondern ein ganzer Haufen verschiedener Stämme, die man einfach praktischerweise als Germanen zusammenfasst, damit grob, klar ist, von welcher Haufen verschiedener Stämme überhaupt die Rede ist. Geeintes Deutschland gibt es ja noch gar nicht so lange und davor waren wir eigentlich immer ein Haufen verschiedener Stämme mit verschiedener Kultur, teilweise sogar und verschiedenen Ansichten und so weiter und so fort. Aber jedenfalls, dieser Haufen Germanen war eine relativ kampfstarke Truppe. Die waren auch untereinander ganz gut organisiert und waren deshalb auch in der Lage, 100 vor Christus, ziemlich genau so um die Jahrhundertwende, die keltische Verteidigung endgültig zu durchbrechen und quasi Süddeutschland ja, zu erobern, wenn man so möchte, die Kelten weiter zurückzudrängen und überschritten eben um besagtes 100 vor Christus auch wahrscheinlich den Rhein. Nicht nur wahrscheinlich, sondern da kann man sich, glaube ich, ziemlich sicher sein. So weit, so gut, die waren dann also da. Die Kelten haben sich noch ein bisschen gewehrt und das ging so ein bisschen hin und her. Und ja, ungefähr bisschen später kam dann ein relativ bekanntes Kerlchen mit so einem Lorbeerkranz auf dem Kopf auf die Idee, dass er jetzt mal die Alpen überqueren könnte, um mal zu gucken, was denn auf der anderen Seite so ist, weil im Süden sind wir schon gewesen und Mittelmeerraum haben wir eh schon alles erobert. Wahrscheinlich war ihm langweilig. Also wollte er mal gucken, was ist denn da so auf der anderen Seite von den Alpen.
und überquerte eben im Rahmen seines Gallischen Krieges, wer jetzt noch nicht weiß, dass von Julius Caesar die Rede ist, der hat nicht aufgepasst oder keine Asterix gesehen. Im Rahmen seines Gallischen Krieges überquerte er eben die Alpen. Ich glaube, das war 53 vor Christus, irgend so grob, plus minus ein paar Jahre. Und hat dann entsprechend die Germanen zurückgedrängt und die Kelten annektiert. Das haben die Römer ja damals so gemacht. Wenn sie was erobert haben, haben sie das entsprechende Volk vor Ort gut behandelt, erstaunlich gut für einen Eroberer und dann ans römische Imperium annektiert, integriert. Eigentlich muss man fast integriert sagen, das hat erstaunlich gut funktioniert, bis irgendwann die Germanen dann übrigens doch gewonnen haben. Aber dazu kommen wir im Laufe dieses Videos dann irgendwann später. Der römische Teil Deutschlands waren dann die Gebiete links vom Rhein und ja, Süddeutschland, also so quasi Baden und Schwaben, das baden-württembergische Schwaben, nicht das bayerische Schwaben, so ein bisschen in die Richtung, bis hin nach, ich glaube, Augsburg. Irgendwann ist dann mal Schluss gewesen, so mehr oder weniger. Mit dem genauen Territorium, da müsst ihr euch dann diverse Karten im Internet mal anschauen. Ich habe keine Lust, was einzublenden, das ist immer wegen Urheberrecht so eine Sache. Macht euch da mal schlau, einfach zum Verlauf vom Limes. Limes, Karte, googeln, dann seht ihr eine tolle Karte, wo der Limes verlang läuft. Und links davon, vom Limes, waren die Römer und rechts die Germanen. So viel zur geografischen Einordnung. Aber noch ist der Limes noch gar nicht gebaut. Wir sind ja jetzt erst noch bei Julius hat die Germanen zurückgeschlagen und die Kelten werden jetzt romanisiert statt germanisiert. Das hätte alternativ passieren können, wenn die Germanen gewonnen hätten. Jawohl, ja. So viel zur groben politischen Ausgangssituation, aber dieses Video beinhaltet ja zwar nicht unbedingt vor allem, aber auch große Teile der Waldgeschichte der damaligen Zeit. Und zu der kommen wir jetzt zu sprechen. Wie sah der Wald aus, als die Römer da angekommen sind und da gewütet haben? Die Römer sind also angekommen und was wussten jetzt, hielten die Römer jetzt von unserer germanischen Landschaft? Dazu gibt es drei mögliche Leute, die man diesbezüglich befragen bzw. ihr Zeug lesen kann. Das sind zum einen mal ein gewisser Titus, glaube ich. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich recherchiere es nochmal und schreibe es euch hier unten hin. Aber der spielt auch keine weitere Rolle. Nur wäre der eine Möglichkeit. Dann den Julius selber. Und auf den beziehe ich mich vielleicht auch noch ein oder zweimal. Wenn ich nicht erwähne, dann sind die Infos trotzdem von ihm. Und wesentlich, gerade eben besonders bildhaft beschrieben, hat die germanische Landschaft ein gewisser Tacitus. Tacitus war ein unter anderem Historiker, auch Politiker. Er hat es bis zum Senator geschafft, in Rom selber. Stammte, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen aus der Provinz, jedenfalls nicht aus Germanien und ist wahrscheinlich nie da gewesen in Germanien, aber hat dann halt aus diversen Augenzeugen berichten. Ein recht umfassendes Werk geschrieben, das er auch Germania nennt, in dem er quasi den nicht in Germanien lebenden Römern erklärt, was es mit Germanien so auf sich hat. Und ja, dieses Werk ist so die Hauptquelle, wenn man wissen möchte, was die Römer von den germanischen Wäldern gehalten haben mögen. Denn da schreibt er, und jetzt versuche ich Latein zu sprechen. Ich hatte nie Latein, also seht mir nach, wenn das jetzt Quatsch ist. Terra aut silvis horrida, aut paludibis foeda. Oder foeda oder so ähnlich. Das soll wohl so viel heißen wie schaurige Wälder und abscheuliche Sümpfe, hat es da gegeben. Ist naheliegend, denn wenn man jetzt mal guckt, dass die Römer ja schon seit Jahrhunderten ihr Mittelmeergebiet quasi mehr oder weniger abgeholzt haben und das einzige an Wald, was es da noch gibt, so ein paar heilige Olivenhaine und Obstplantagen im weitesten Sinne gewesen sind, auch Oliven natürlich, Plantagen gab es ja auch, also nicht nur heilige Heide, sondern auch so zum sonstigen Anbau. Ja, sind unsere
teilweise, dazu kommen wir gleich, noch unberührten Wälder doch ein bisschen erschreckend für dieses sonnenverwöhnte Volk gewesen. Man muss ja noch dazu sagen, nicht alle Römer kamen aus Italien, sondern es waren ja auch welche dabei, die aus Afrika ursprünglich gekommen sind. Und für die wird dann so ein total dichter, urwaldartiger Schwarzwald beispielsweise tatsächlich ein wenig erschreckend gewirkt haben, zumal ja immer noch eine gewisse Urangst vor großen Wäldern bei uns in den Genen eingeimpft ist. Das ist übrigens was, darüber spreche ich in meinem Video Angst im Wald Teil 1. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Vielleicht interessant. Wenn wir jetzt also nur diesen Satz haben, dass es sich um abscheuliche Sümpfe und furchtbare Wälder oder ähnliches gehandelt haben muss, dann wäre das natürlich schön, weil dann hätten wir ja überall noch Wald gehabt. Leider darf man aber diesen Satz nicht völlig aus dem Zusammenhang reißen, sondern muss noch weiterlesen, denn er schreibt nämlich im gleichen Zusammenhang, im gleichen Absatz mehr oder weniger, auch davon, dass es gleichzeitig auch fruchtbar für Getreide und reich an Vieh ist, das Land. Wenn es fruchtbar für Getreide ist, dann muss es also demzufolge auch Flächen geben, auf denen kein Wald steht, weil sonst könnte man da kein Getreide fruchtbar anbauen. Im Wald geht das nicht. Das ist so die Schlussfolgerung. Und wenn fürs Vieh ordentlich geeignet gewesen ist, auch das geht nur in Offenland. Riesige Viehherden im Wald wird es damals sonst normalerweise nicht gegeben haben. Gab es auch später nicht, zumindest nicht riesige Viehherden im Wald. Auch die Jagd beschreibt Tacitus als recht ertragreich und dass viele Leute eben von der Jagd leben würden, beziehungsweise in späteren Quellen, nachdem die Römer sich dann ausgebreitet hatten, spielt auch die Jagd eine große Rolle. Da kann man auch davon ausgehen, dass dazu auch gewisse Offenflächen vorhanden sind, weil der ursprüngliche Wald, der Urwald, der in Deutschland mal geherrscht haben wird, na, definitiv, also ganz bevor der Mensch da war, hatten wir ja schon einen solchen, war wahrscheinlich relativ wildarm, weil eben durch die vielen Bäume, die als Wildfutter nicht taugen, wenig Grünzeug am Boden gewachsen sein wird, was die dann haben fressen können. Also große Stückzahlen an Wild, mit denen ist nicht gerecht zu rechnen gewesen in dieser reinen, fast rein Waldlandschaft, die das früher vielleicht mal gewesen ist, soweit wir das eben durch Pollenanalyse rekonstruieren können und soweit man der vegetationskundlichen Theorie zur Waldentwicklung Mitteleuropas Glauben schenkt und nicht der Alternative der Mega-Herbivoren-Theorie. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht und verlinke euch das Ganze mal in der Videobeschreibung. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könntet ihr euch das auch noch mal angucken, wenn euch das Thema so weit interessiert, dass ihr euch da noch ein bisschen fortbilden wollt. Ich gehe jedenfalls schwer davon aus, dass die natürliche Waldbedeckung von Deutschland sehr, 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 sehr hoch ist. Wir quasi fast 90% Waldanteil gehabt hätten, wenn es durch Mensch nicht anders gekommen wäre. Ja, und jedenfalls, als die Römer ankamen, können wir eben aus dieser Schrift vom Tacitus davon ausgehen, dass es da auch so ausgesehen haben wird, dass schon eine Kulturlandschaft vorhanden war. Aber eben dazwischen auch diese abscheulichen Sümpfe und schaurigen Wälder. Diese werden die Römer nämlich enorm beeindruckt haben. Die waren für die irgendwie markanter als, nachdem sie die Alpen überquert haben, unsere vergleichsweise lächerlichen Mittelgebirge. Deshalb kann man wunderbar an Ortsnamen, das sollte man bei Geschichte übrigens immer tun, dass man mit Ortsnamen arbeitet, was diese bedeuten und kann daraus auch immer ganz viel herleiten. Ortsnamen sind extrem wichtig für jede geschichtliche Forschung. Aber anhand der Ortsnamen kann man dann bei den Mittelgebirgen nämlich gut raushören, welchen Eindruck eben unsere dichten Wälder auf die Römer gemacht haben, denn sämtliche Mittelgebirge heißen, noch von den Römern, insbesondere die halt eben im Römerbereich lagen, die Mittelgebirge, heißen alle Silva irgendwas, Wald, schieß mich tot. Und wenn ihr jetzt mal in die heutige Sprachgebung reinguckt und mal ein bisschen überlegt, wir haben einen Pfälzerwald, einen Bayerischen Wald, einen Schwarzwald, Hart ist auch nichts anderes, ein anderes Wort für Wald. Ganz viele Dinge,
Moment, warte noch. Der Spessart ist der Spechtshart, der Spechtwald. Also alle Mittelgebirge, wirklich ausnahmslos fast alle Mittelgebirge, außer die Schwäbische Alb, weil die damals schon nicht mehr bewaldet war, sondern eine landwirtschaftliche Nutzfläche, eine Alb, ein Viehhalte-Dingens. Also als sie ihren Namen gekriegt hat, war das schon kein Wald mehr, wie gesagt. Aber die allermeisten Mittelgebirge haben in irgendeiner Form einen Waldbezug in ihrem Namen und das stammt auch noch von den Römern. Übrigens, da ich hier im Schwarzwald hocke, muss ich kurz ergänzen, es gibt dieses Gerücht, was sich hartnäckig hält, dass der Schwarzwald seinen Namen von Silva Nigra hätte, also schwarzer Wald, und dass die Römer ihn so genannt hätten, weil sie eben diesen Schwarzwald so furchteinflößend gefunden haben, diese dichten Wälder mit dem hohen Nadelholzanteil. Glaube ich nicht dran und viele andere Historiker auch nicht, weil vegetationskundlich gesehen war erstens der hohe Nadelholzanteil erstens nur ganz oben auf dem Schwarzwald und bis dahin werden die sich schon gar nicht getraut haben, weil wir wirklich aus der Quellenlage, aus der dem historischen Schrifttum wissen, dass die Römer überhaupt nicht gerne in den Wald gegangen sind, werden die gar nicht bis oben gekommen sein, wo die ganzen dichten Nadelwälder dann irgendwann standen und die natürliche Vegetationsform von Schwarzwald ist bis in die Hochlagen rauf Buche, dann irgendwann ein bisschen Tanne dazu und dann irgendwann überhaupt erst die Fichte und damit auch erst bei der Fichtenzone der reine Nadelwald. Das war nur im Südschwarzwald so rund um den Feldberg überhaupt hoch genug, dass da ein absoluter reiner Nadelwald gestanden haben kann, weil der Schwarzwald war, bevor die Römer da waren, definitiv noch relativ unberührte Wildnis. Da haben vielleicht ein paar Einsiedler drin gelebt oder ein paar verrückte Spinner, aber definitiv keine Dörfer, Siedlungen oder ähnliches. Das gab es da definitiv nicht. Deshalb ist der Begriff Silva Nigra also aus diesem Grunde erstmal nicht besonders glaubwürdig. Und zweitens gibt es sehr wohl einen überlieferten Namen zum Schwarzwald, den die Römer verwendet haben, und der nennt sich nämlich Silva Abnoba, was auch immer Abnoba heißt. Also dieses Gerücht von wegen, der hätte Silva Nigra geheißen, das kann ich nicht bestätigen. Soweit, so gut. Jetzt muss ich nur mal kurz was nachlesen. Ja, ganz allgemein, wenn ich mich jetzt auf irgendwelche historischen Schriftstücke beziehe und diese als Quelle verwende, dann muss man immer dazu sagen, dass die Glaubwürdigkeit solcher Texte immer ein bisschen fragwürdig ist. Weil, wie gesagt, die meisten, die da irgendwas geschrieben haben, haben auch bei Cäsar abgeschrieben, weil der als einziger da gewesen ist. Und grundsätzlich hat man ja auch immer übertrieben. Insbesondere so ein Feldherr hat natürlich alles viel schlimmer und viel gewaltiger dargestellt, als es in Wahrheit wahrscheinlich gewesen sein wird, um halt seinen eigenen Ruhm voranzutreiben. Wenn er da in einer grauenhaft scheußlichen Landschaft unterwegs gewesen ist, ist das natürlich beeindruckender als: Oh, das ist alles ganz lieblich hier und wunderschön. Wahrscheinlich spielt das auf jeden Fall auch nochmal eine Rolle. Und die anderen Quellen, die eben die römischen Schriftsteller hatten, waren halt irgendwelche Händler, die aus dem Norden gekommen sind und denen irgendwas berichtet haben, irgendwelche zurückgekehrten Legionäre und solche Sachen. Ob die immer hundertprozentig die Wahrheit gesagt haben, ist auch nochmal eine andere Frage. Und wie man das jetzt sich jeweils zurechtgedreht hat, das wissen wir nicht. Wir können die Quelle jetzt nur so nehmen, wie sie ist. Wir müssen einfach im Hinterkopf behalten, ist wahrscheinlich alles ein bisschen fragwürdig. Wie dem auch sei, jedenfalls als die Römer in Germanien ankamen, gab es keine unberührte Wildnis mehr, überall. Und die Germanen haben auch nicht in Urwäldern gelebt, sondern eben in den Tälern dazwischen, auf den fruchtbaren Böden dazwischen, und da stand auch kein Wald mehr. Kann man auch so ein bisschen aus den von den römischen Autoren angegebenen Bevölkerungszahlen der Germanen irgendwie ableiten, dass das einfach viel zu viele gewesen sind, um da jetzt im Urwald hätten leben zu können. Oder war das jetzt schlechtes Deutsch? Wie dem auch sei, wir sind uns also definitiv aufgrund der historischen Berichterstattung sicher, dass es ein Mosaik gewesen sein wird, die Landschaft, zwischen eben da, wo gesiedelt wurde, auf besonders fruchtbaren Böden unter besonders günstigen Bedingungen, kein Wald, und alle Gegenden, wo die Siedlungsbedingungen ein bisschen erschwert waren, noch Wald, weil da wollte keiner hin. Was soll denn das, wozu denn auch? Denn es gab noch
Da greife ich dem Mittelalter vorweg. Noch gab es reichlich Platz und Bäume standen überhaupt überall rum und da gäbe es auch gar keine Notwendigkeit, irgendwie die schonen, sparen oder irgendwie sinnvoll benutzen zu müssen, außer abhacken und was draus bauen oder verbrennen oder wie man halt gerade Lust hat. Die Flecken, die also noch Wald enthielten, waren eben, wie ich es eben schon gesagt habe, die Mittelgebirge und aber auch gerade ein breiter Streifen um die Flüsse drumherum, weil es damals noch keinen einzigen begradigten Fluss gegeben haben wird. Und da die dann immer mal wieder Hochwasser hatten und immer mal wieder übers Ufer und sich mal wieder schön ausgebreitet haben, wäre es völlig idiotisch von den Leuten gewesen, wenn sie direkt am Fluss gesiedelt hätten. Heutzutage macht man ja sowas, aber damals wusste man, am Fluss siedeln ist doof. Ganz blöd. Man hatte ja auch noch keine Versicherung, die dann entsprechend zahlen, wenn einmal wieder der Keller vollläuft, weil man dumm genug war, neben dem Fluss zu bauen. Lass ich jetzt mal so stehen. Gut, viele Leute haben natürlich einfach keine andere Wahl heutzutage, als direkt neben dem Fluss zu bauen. Da ist es selbstverständlich auch schön. Aber wenn die Natur möchte und wenn die Natur dann irgendwann mal außer Kontrolle ist, dann steht halt euch der Keller unter Wasser. Damit müsst ihr dann in Gottes Namen leben. Die Römer wussten das. Ein weiteres Indiz für die ja teilweise fehlende Waldbedeckung unserer Landschaft ist auch der Bericht von der Schlacht im Teutoburger Wald, ebenfalls von Tacitus. Mal vorneweg, dass sie diese Schlacht ja haushoch verloren haben, die lieben Römer, hat wahrscheinlich auch nochmal dazu beigetragen, da das auch entsprechend in den römischen Medien berichtet wurde, dass unsere Wälder weiterhin einen richtig schlechten Ruf bekommen haben. Also sobald man in irgendwelchen Wäldern sich rumtreibt, dann hocken da die bösen Germanen und töten einen. Hat ja auch oft funktioniert, wenn die bösen Germanen in ihren heimischen Wäldern gesessen sind, in denen sie sich halt nicht total unwohl gefühlt haben, im Gegensatz zu den Römern. Motivation ist bei den Schlachten damals, glaube ich, ziemlich wichtig gewesen. Gut, aber er berichtet halt eben bei dem Marsch zu der Schlacht im Teutoburger Wald, dass diese eben auch auf Lichtungen stattgefunden hat, dass das Heer von, Moment, 40.000 Mann, 30.000 bis 40.000, da der auch irgendwie hingezogen sein muss, da können die nicht mit 40.000 Mann durch den Urwald gehackt haben. Das ist einfach ausgeschlossen. Da muss es irgendwelche Pfade, Wege, irgendeine Form von Erschließung durch eben diese Urwaldlandschaft gegeben haben. Also Urwälder waren das jedenfalls keine mehr. Übrigens, die germanischen Stämme selber, so berichten es zumindest die Römer, sollen sich auch gegenseitig durch Urwaldgebiete zwischen ihren jeweiligen Stammgebieten geschützt haben, dass da einfach ein mehr oder weniger gefährlich zu durchdringender Wald dazwischen ist, um eben genau das zu verhindern, dass große Truppenverbände von einem Dorf ins nächste plündern können. Und dass es halt einfach nicht so einfach ist, da durchzukommen. Eben mit großen Truppenverbänden dann auch wahnsinnig auffällig und krachmachend, dass das einfach quasi nochmal als Schutz gedacht war. So die römischen Autoren. Ob das stimmt, das wissen wir halt eben nicht, aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Zum beeindruckenden Charakter, den die deutschen Mittelgebirge dann auf die Römer gehabt haben müssen, kann ich auch noch ergänzen, dass man dazu sagen muss, dass die noch viel mehr bewaldet gewesen sind, als das heutzutage der Fall ist. Die Waldgrenze liegt nämlich natürlich viel höher als die sogenannte anthropogene Waldgrenze, die wir jetzt heutzutage in jedem Mittelgebirge haben. Zum Beispiel oben auf dem Schwarzwald ist natürlich alles relativ kahl, weil da hat man einfach geweidet. Es sind relativ ebene Flächen. Das Vieh kann man da relativ mit geringem Aufwand hochtreiben und da oben halt alles kahl fressen lassen und spart Platz im Tal, wo man halt eben Getreide oder ähnliches anbauen kann. Das ging zu Zeiten der Römer noch nicht los. Wichtig ist aber halt eben, die Wälder waren nochmal beeindruckender, weil nochmal viel mehr Wald in den Mittelgebirgen stand, als das eben heute der Fall ist. Also selbst so ein sehr waldreicher Wald wie der Südschwarzwald zum Beispiel, der war damals noch viel, 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 viel bewaldeter. Der Nordschwarzwald ist ja heute auch noch durchgehend bewaldet. Also mein Nordschwarzwald, oh, das ist schon, oh, schöne Ecke. Hier auf meinem Zettel steht übrigens auch noch, dass ich, wenn ich jetzt schon die Ortsnamen der Mittelgebirge, der Wälder, der Waldregionen als Silva, schieß mich tot, Silva, sonst was und so weiter und so fort erwähne, dann sollte ich auch das Gegenteil tun. Nämlich Goi oder Gau
Ortsbezeichnungen, die wir jetzt heutzutage noch haben, stammen auch oft von den Römern oder noch daher, dass die Römer das Land so genutzt haben als Landwirtschaftsregion, grob zusammengefasst, ob das jetzt zur Viehweide oder zur Getreideanbau oder also klassischer Landwirtschaft gedacht war, weiß ich nicht, spielt auch keine große Rolle. Ein Beispiel: der Breisgau. Da wird man in dieser wahnsinnig fruchtbaren Landschaft also wirklich massenhaft Nahrungsmittel angebaut haben, die Römer, und das ist auch eben genau so überliefert. Das kannst du sogar in den römischen Schriften nachlesen. Noch ein paar Beispiele sind dann das Allgäu, Hegau, Kraichgau oder Uffgau. Nur um noch mal so ein paar Dinger zu nennen, die sind alle auch schon den Römern bekannt gewesen. Und jetzt werden wir noch mal ganz konkret zur Waldfläche. Es gibt ganz grobe Schätzungen eben aufgrund der historischen Quellenlage, ohne jetzt irgendwelche naturwissenschaftlichen Methoden wie eben Pollenanalyse hinzuzuziehen, die davon ausgehen, dass wir quasi ein Feld-zu-Wald-Verhältnis gehabt haben werden zu der Zeit, als die Römer angekommen sind, das quasi genau umgekehrt zum heutigen Feld-zu-Wald-Verhältnis ist, nämlich jetzt haben wir ja ungefähr ein Drittel Wald, zwei Drittel Nichtwald, und damals hatten wir ungefähr ein Drittel Nichtwald und zwei Drittel Wald. Es gab also definitiv noch mehr Wald als heute, aber von Urwald und einer kompletten Urlandschaft kann wirklich keine Rede sein. Ja, also, dann kommen wir zurück zu dem, was die Römer so getrieben haben bei uns. Eine der ersten Sachen, die sie getrieben haben, ist festgestellt: okay, die Germanen kommen dauernd rüber zu uns und stehlen, morden, brandschatzen und vergewaltigen. Das finden wir nicht gut, ergo müssen wir dafür sorgen, dass das die Germanen nicht mehr tun. Was hat man gemacht? Man hat, wie man später übrigens auch in Schottland mit dem Hadrianswall gemacht hat, aber das ist eine andere Geschichte, eine Mauer gebaut. Also die ersten, die in der Geschichte eine Mauer gebaut haben, waren nicht die Berliner, nein, und auch nicht die Chinesen, obwohl, ich weiß nicht, ob die chinesische Mauer, nee, ich glaube, die ist jünger. Ich glaube, die ist jünger als der Limes. Weiß ich aber gerade gar nicht. Soll ich es nachgucken? Nein, soll ich nicht. Ich schreibe es euch hier unten hin. Später. Wie auch immer, jedenfalls. Eins der ersten Völker, sagen wir es mal so, die auf die Idee gekommen sind, eine Mauer zu bauen, um jemanden anders draußen zu halten. Die in der DDR haben ja das Ganze dann gemacht, um jemanden drin zu halten. Das ist so gesehen also schon was anderes. Waren jedenfalls die Römer. Der Limes, den stellt man sich gerne so vor, dass das quasi eine fette Mauer gewesen ist, wo kein Mensch drüber kommt, mit allen paar Metern ein Wachturm. Das mit allen paar Metern im übertragenen Sinne ein Wachturm stimmt zwar, aber zunächst mal war das einfach eine Waldschneise mit Türmchen, damit du sehen konntest, ob die Germanen rübergekommen sind. Es war also ein reiner Beobachtungsposten. Aber zunächst mal, wo verlief der Limes? Der ging so mehr oder weniger am Rhein entlang, auf der anderen Seite natürlich, bis Trier grob. Von Trier runter mit Kurve Richtung, das ist alles spiegelverkehrt, wenn ich sowas zeige, das ist natürlich jetzt blöd. Ja, Richtung Ahlen, wenn euch Ahlen was sagt, so in Schwäbische hinein, so Richtung Augsburg. Grob, ganz grob. Guckt euch bitte zum Verlauf vom Limes entsprechende Karten im Internet an. Das ist wirklich viel, viel, viel aufschlussreicher, als wenn ich jetzt hier irgendwie versuche, den genauen Verlauf vom Limes anzugeben. Das römische Territorium war dann jedenfalls immer auf der römischen Seite des Limes, und auf der anderen Seite waren die Barbaren. Mit denen hat man dann schon auch mal hin und wieder ein bisschen gehandelt, aber im Großen und Ganzen wollte mit denen jetzt niemand so wirklich viel zu tun haben, und die sollten gefälligst auf ihrer Seite vom Limes bleiben, dann gibt es auch keinen Ärger. So die zugrunde liegende Theorie. Aber wie gesagt, zunächst einmal war das einfach nur eine riesige Schneise in den Wald geschlagen. Auch wieder ein Einfluss auf die Waldbeeinflussung. Ein Einfluss auf die Waldfläche, das wollte ich sagen. In der Frühzeit des Limes handelt es sich quasi wirklich nur um eine Reihe von Wachposten, Wachtürmen in einer Waldschneise. Die Waldschneise war dann quasi nur dafür da, dass man sehen kann, wenn die Germanen rüberkommen und die sich halt eben nicht im Gelände, im Wald ist es ja relativ einfach möglich, verstecken können, wenn sie versuchen, den Limes eben die Grenze zu überqueren.
haben die Germanen das gemacht, also die Grenze überquert. Dann stand an jedem Wachturm, die jeweils auf Sichtweite eben zum nächsten Wachturm gebaut worden sind, stand ein Pferdchen bereit mit einem Meldereiter drauf, der dann entsprechend losgeprescht ist, um beim nächsten Kastell im Hinterland des Limes den römischen Soldaten Bescheid zu sagen, dass die Germanen mal wieder über den Limes gekrochen sind.